Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pandemonium Server. Die Pause von dem letzten Video war ehrlich gesagt überhaupt nicht geplant. Es hat einfach nie gepasst, dass ich aufnehme. Es ärgert mich ein bisschen selber, weil ich sehr gerne Videos gemacht hätte. Aber jetzt hat sich zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben wirklich eine Allergie gemeldet. Ich bin zwar Allergiker, Hausstaub und irgendwelche Frühblüher und damit hatte ich einfach nie Probleme, aber jetzt in den letzten Wochen war es so krass, dass es einfach nicht ging. Ich hatte auf Twitter und Facebook geschrieben, dass ich krank wäre und Halsschmerzen hatte. Das dachte ich auch zum Anfang, aber das ging halt nicht weg und es stellte sich nachher heraus, dass es halt die Allergie war und ich einfach deswegen so ausgenockt war. Und ich fürchte, als schlechte Nachricht, dass hiernach, nach dem Video, wieder eine große Pause kommen wird. Da will ich jetzt am Anfang einmal schnell drüber reden. Und zwar bin ich Stammzellenspender. Und wenn man Stammzellenspender ist, bekommt man so ein Medikament, was grippeähnliche Symptome aufruft über 4 Tage plus die Abklingzeit. Von daher falle ich da auch noch mal eine Woche aus. Und danach fahre ich nach Freiburg für mein Studium. Da besuche ich einen Professor, der mir ein bisschen was zeigt. Und das sind alles beide Sachen, die einfach vor den Videos gehen. Stammzellenspende natürlich, letztendlich rette ich damit jemandem Leben, weil wenn jemand Stammzellen braucht, dann ist er schon ziemlich krank. Und ja, den Besuch in Freiburg, das ist natürlich auch extrem wichtig für mich. Von daher, ja, tut es mir ein bisschen leid, aber hiernach kommt wieder eine Pause. Trotzdem habe ich in der Zwischenzeit schon ein ganz bisschen was gemacht. Ihr seht das hier vor mir schon. Ich wollte jetzt erstmal nicht im Endfighter spielen. Ich weiß, ich fange jetzt viele Projekte neu an, hier auf dem Server. Aber das bringt mir irgendwie Spaß. Also neue Sachen anzufangen und viele Möglichkeiten haben zu spielen. Sonst, wenn man so gebunden an eine Sache ist, dann hat man da oft keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ich habe ja ewig Minecraft nicht mehr gespielt, ohne dass ich Videos mache, dass ich damals auch so gespielt habe. Also, dass ich einfach irgendwas gebaut habe, bis ich keinen Bock mehr hatte, was anderes gebaut habe und dann wieder zurückgekommen bin. Ich glaube, das hilft einem, wenn man das so macht, das Interesse an Minecraft aufrechtzuerhalten. Das Gebäude hier ist praktisch fertig, zumindest das Gebäude an sich, nicht die Redstone-Schaltung, die irgendwann hier nochmal hinkommen soll. Und zwar ist das hier ein Blumenladen, eine Gärtnerei, die auch nachher Blumen verkaufen soll. Ich habe hier einen, wie heißt das jetzt noch? Verdammt, jetzt geht schon wieder los mit den Wortfindungsstörungen. Wenn da Glas drüber ist, damit die Sonne da mehr reinscheint, beziehungsweise die Sonnenstrahlen in ein Gewächshaus. Ich habe hier ein kleines Gewächshaus am Haus rangebaut, was sich halt so schön ranschmiegt, dass das nicht so abgekapselt aussieht und als ein Gebäude rüberkommt. Hier hinten dann ein kleiner, ja, so eine Terrasse. Innen ist noch nichts, außer das rohe Gebäude sozusagen. Hier kann dann wie in dem Kartoffelhaus eine Schaltung rein, wo die Blumen hergebracht werden. Hier ist es wieder so gebaut, dass der Villager, der hier drin ist, nicht rauskommen kann. Also hier kann er nicht rausspringen. In diese Richtung kann ich das auch noch zumachen. Und ja, ich meine, die können keine hier Zauntore aufmachen. Von daher wäre er da hinten gefangen und würde dann halt den Verkäufer sozusagen spielen. Und dann könnte ich hier, habe ich sowas im Inventar? Nein, brauche ich es mir schnell. Hier irgendwo eine Druckplatte hinmachen, dass der regelmäßig zufällig über diese Druckplatte laufen kann. Und dann würde hier hinten, das habe ich schon ewig vorbereitet, an dieser Stelle und an dieser Stelle ein Dispenser sein, der Wasser dispenst. Und wenn ich das richtig erinnere, fließt das Wasser genauso, dass es diesen kleinen Hügel hier komplett entwässert. Ja, ihr seht schon da vorne die Grenze. Das hatte ich schon öfter gemacht hier. Das heißt, wenn ich hier oben was mit Knochenmehl machen würde, könnte ich das schön am Rand aufsammeln und hätte damit eine automatische Farm. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Blumen hier wachsen. Das ist auch ja wieder eher so eine Spielerei als eine wirkliche Farm. Denn wenn ich eine richtige Blumenfarm bauen möchte, dann müsste ich in den Blumenwald gehen, der, keine Ahnung, 1000 Blöcke in die Richtung
Ist aber mal gucken, was hier wächst. Da ist eine gelbe Blume. Wäre auch schön, wenn hier noch was Rotes ist. Mit ziemlicher Sicherheit ist hier auch noch eine rote Blume. Mal so. Oh, das ruckelt ganz schön mit dem Wasser. Ja, 49. Ja, okay, da sind auch rote Blumen. Das reicht eigentlich, dass ich hier ein bisschen was rausbekomme. Dann kann ich hier noch irgendwie ein Busch hinbauen, weil das Wasser ja hier nicht vernünftig fließt. Dann macht das auch da Sinn. Und dann habe ich hier wieder eine kleine Farm ins Dorf integriert, die von den Dorfbewohnern ausgelöst wird. Hier ist auch schon ein Zaun, der das dann vom Weizenfeld abschottet. Dann könnte ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie weit das Wasser fließt. Aber nicht bis ganz da hinten hin. Ob ich den Hügel hier noch so baue, dass das Wasser auf jeden Fall bis da hinten fließt. Aber ich glaube, das ist auch nicht notwendig. Na komm. Ja, soweit zu dem Haus hier. Eingerichtet ist es natürlich noch nicht. Da muss ich auch, wie gesagt, noch gucken, wie die Schaltung hier innen ist, weil dann wird hier das kleine Lager hinkommen oder wieder oben das Lager, das weiß ich alles noch nicht. Da muss dann natürlich auch ein Sortierungsmechanismus hin, der die Seeds von den Blumen trennt. Gib mir mal die Blumen. So. Das kommt dann alles unters oder ins Haus. Dann habe ich hier in der Mitte, es steht schon seit einigen Folgen da, dieses erste Grundgerüst, ich gucke es mir mal nochmal von oben an, ein etwas größeres Haus gebaut, beziehungsweise halt den Grundriss von einem etwas größeren Haus. Das soll die Taverne werden. Jedes Dorf braucht eine Taverne. Taverne schrägstrich Rathaus. Also, ich finde, das passt. Kann man sich betrinken und über Politik reden, über die Dorfpolitik hier. Ja, das Ganze ist im Moment nur im Rahmen. Hier hinten soll dann die Bar hinkommen, dass irgendwie auf dieser Höhe hier der Tresen ist, ein bisschen nach hinten verlagert. So ungefähr, wie gesagt, ist alles nur grob. Und dass man hier hinten dann irgendwie eine kleine Küche hat oder sowas. In der Bar gibt es halt auch immer was zu essen. Wenn man was trinkt, dann will man regelmäßig auch was essen. Von daher passt das auch ganz gut. Dann möchte ich das Gebäude relativ hoch haben, mindestens zweistöckig, dass wenn man reinkommt, man so einen großen Raum hat mit einer Empore, auf der dann auch gegessen und getrunken werden kann. Also dass hier oben auch Sitzeplätze hinkommen. Das hier wird auch noch voll gefüllt. Der Raum hier oben, ihr seht schon, hier sind zwei Pfeiler, da und da hinten nicht. Ich habe das Gefühl, das ruckelt ein bisschen, obwohl ich eigentlich genug Frames habe. Keine Ahnung. Also, hier und hier sind Pfeiler, die da hinten nicht sind. Das heißt, hier wird schon die Außenwand hinkommen und hier kommt dann noch eine kleine Terrasse hin. Denn ich möchte, dass dieses Gebäude auch von außen begehbar ist und ich möchte allgemein, dass jetzt alle Gebäude, die in dieser Richtung sind, irgendwie über einen Dachweg oder sowas verbunden sind, dass das so schön verschlungen ist und dass das Dorf so nach und nach gewachsen aussieht, dass irgendwie jemand ein Haus baut und dann wird ein Haus daneben gebaut oder da drüber, schräg da drüber und dass man dann ja von einem Haus wie hier jetzt im internen Haus zum anderen gehen kann und sich nachher so eine Dachlandschaft entwickelt. Also hier wird der Boden natürlich auch noch geändert. Das ist jetzt alles nur provisorisch, dass man sieht, wie das nachher aussehen wird. Kommt nämlich hier hinten eine Treppe hin, dass man hier hochgehen kann. Dann kommt man hier auch in den ersten Stock rein und möglicherweise halt noch höher, dass das hier so ein wirklich dreistöckigen kleiner Turm vielleicht noch wird und man hier überall rumlaufen kann. So ist der Plan zumindest für dieses Gebäude. Das kommt aber auch nicht in dieser Folge. Ich habe da oben ja meine Kuhfarm, die leider nicht mehr funktioniert, weil sie, das hattet ihr, glaube ich, schon in den Kommentaren geschrieben, ich habe in dem Moment schon auf dem alten Snapshot gespielt, dass in dem neuen Snapshot diese Kuhabschussmaschine nicht mehr funktioniert. Ich habe sie dann natürlich am Ende trotzdem fertig gebaut gehabt, um das zumindest einmal zu testen. Und ich lasse sie auch erstmal um des Andenkens Willens für diesen einen Snapshot, weil das wirklich eine coole Sache war. Und ich finde die Elytras jetzt relativ nutzlos, dadurch, dass man nicht die Möglichkeit hat, sich von
einer Ebene auf eine höhere Ebene zu katapultieren zu lassen. Weiß nicht, TNT würde wahrscheinlich ein bisschen gehen oder Slime Blocks würden ein bisschen gehen, aber das wäre alles nicht hoch genug, damit man das vernünftig benutzen kann. Das heißt, der einzige Weg, die Elytras gut zu nutzen, ist, sich auf einen hohen Berg bringen zu lassen und von da runterspringen zu lassen, runterzuspringen. Und im Moment ist dieser hohe Berg nur mit einer Leiter begehbar von mir aus und das möchte ich ändern. Und in der 1.9 gibt es jetzt ja diese schönen Aufzüge mit den Pistons. Da habe ich mich mal dran gesetzt und so einen gebaut und der soll dann von da unten bis ganz nach oben auf den Berg führen, damit ich dann einmal oben zur Kuhfarm wieder komme, weil das mache ich eigentlich nicht, wenn das nicht schnell geht, da hochgehen und dass ich halt ein bisschen mit den Elytras rumfliegen kann, dass ich einen höheren Absprungort habe. Dafür brauche ich ein bisschen Redstone, das werde ich mir jetzt mal holen und dann sehen wir uns gleich wieder. Meine Villager-Farm funktioniert übrigens ziemlich gut, wie ihr hier seht oder vielleicht eben schon nebenbei gesehen habt. So gut, dass ich sie vielleicht sogar ausschalte für eine gewisse Zeit, bis die Villager hier frei rumlaufen können. Eigentlich dachte ich, es wäre hier alles schon relativ sicher, aber mich greifen immer mal wieder Zombies hier an. Von daher lasse ich das erstmal so. Ich weiß nur noch nicht genau, wo die herkommen. Ich weiß, dass wenn man Zombies angreift und die Verstärkung rufen, dass dann bei einem geringeren Lichtlevel Zombies spawnen können. Ich glaube bei 5, bei 9 dann. Keine Ahnung, also das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall dürfen hier einfach keine Zombies rein. Und im Moment kommen hier immer noch welche, irgendwelche Stellen muss ich übersehen haben. Ich weiß auch gar nicht, ob es nicht vielleicht eine einfache Modifikation gibt, die mir auch in Vanilla Minecraft und dann natürlich Anführungszeichen Vanilla Minecraft, die mir aber hier visuell anzeigen kann, welche Bereiche noch nicht genügend ausgeleuchtet sind. Ich weiß, dass es in Modded Minecraft geht, aber ich weiß nicht, inwiefern das auch hier funktioniert. Keine Ahnung. Dann, wahrscheinlich funktioniert es nicht. Dann habe ich eben gerade vergessen, mich für 1000 Zuschauer zu bedanken, 1000 Abonnenten zu bedanken. Eigentlich haben mir, das ist auch sehr laut, zumindest auf meinen Kopfhörern, eigentlich haben mir die Zahlen nie so richtig was bedeutet. Also diese runden Zahlen natürlich. Natürlich habe ich mich gefreut, wenn ich mehr Abonnenten dazu bekomme. Das heißt es nicht, aber so 500 Abonnenten, 600 Abonnenten und diese runden Zahlen waren, weiß nicht, waren halt Zahlen. Da habe ich mir nichts draus gemacht. Aber bei diesen 1000 Abonnenten ist das ein bisschen anders. Oh, guck mal, da kommt ein neuer Villager. Bei diesen 1000 Abonnenten ist das ein bisschen anders und deswegen möchte ich auch dafür ein Video machen, ein Special-Video, so eine Art Behind-the-Scenes-Video, in der ich auch nochmal darüber spreche, warum das besonders ist für mich, diese 1000 Abonnenten. Das hat auch letztendlich nicht direkt was mit der Zahl zu tun, aber da werde ich dann drauf eingehen. Das wird nur noch ein wenig Zeit brauchen, also weil ich halt, wie am Anfang ich erklärt habe, in der nächsten Zeit nicht so viel Zeit habe, aufzunehmen. Nur als Info am Rande. Dann habe ich hier schon mal ein wenig Platz gemacht und hier soll dann der Fahrstuhl hin. Der Weg hier wird natürlich auch noch schöner gemacht. Das kommt nach dem Redstone. Ich möchte hier einen Fahrstuhl bauen, der die neuen, in Anführungszeichen, Mechaniken benutzt von der 1.9. Also so wirklich sicher ist es ja noch nicht, ob das jetzt ein Bug oder ein Feature ist, dass Pistons einen durch sich durchziehen können. Das habe ich ja auch schon im End benutzt und sicherlich kennen die meisten von euch diese Aufzüge, die einen so nach oben ziehen und dann halt bis ganz nach oben. Das geht unglaublich schnell, was ich gehört habe, bis zu 30 Blöcke pro Sekunde. Ich weiß gar nicht, ob das der schnellste Aufzug ist. Ich glaube, das ist der schnellste Aufzug neben diesem Aufzug, der einen praktisch instant teleportiert. Das war, ja, da habe ich auch mal ein Video zu gesehen, aber der ist unpraktikabel für Survival. Ich habe das Ganze selber ausprobiert und wollte das selber bauen und habe gehofft, einen so schnellen Aufzug bauen zu können, 30 Blöcke pro Sekunde. Aber leider funktionierte das nicht. Ich habe das nachgebaut, was ich neben einem Tutorial gesehen habe, nachdem ich selber rumprobiert habe. Also dieses Design habe ich nicht nachgeguckt. Das kann zufällig von jemand anders gefunden worden sein.
Aber nicht wissentlich von mir. Also ich habe es unwissentlich dann nachgemacht. Unwissentlich seinem Video gegenüber. Sehr komischer Satz. Einfach weitermachen. genau, und das hat nicht funktioniert. Selbst im Singleplayer und nicht auf dem Server. Deswegen werde ich die langsamere Version davon bauen. Und zwar letztendlich die Version, die zwei Ticks zwischen einem Piston hat. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist, aber wenn ich das korrekt verstanden habe, dann hat die schnelle Version nur einen einzigen Tick zwischen den Pisten, die sich ausfahren. Also erst fährt sich der Piston aus, dann der und so weiter. Und die langsame, in Anführungszeichen, weil es ist trotzdem noch sehr schnell, die langsame Version hat halt zwei Ticks dazwischen und die werde ich jetzt bauen. Ich hoffe, ich kriege das so auf Anhieb hin. Ich merke gerade, ich brauche hier sehr viel mehr Platz, als ich gedacht habe. Denn hier kommen Slime-Blöcke hin. Deswegen grabe ich das einmal schnell aus. Und zwar benutze ich ja die Slime-Blöcke und Redstone-Blöcke, um das Signal nach oben zu transportieren. Und letztendlich kreiere ich auf jedem Level einen One-Tick-Puls. Ich sehe gerade, ich habe gleich zu hoch angesetzt. Dann muss das natürlich auch runter. Und ich muss daran denken, gleich mein Headset leiser zu machen, denn mir fallen meine Ohren ab. Mein altes Headset ist nämlich kaputt gegangen und ich benutze jetzt ein anderes und das ist so unglaublich laut, dass mir regelmäßig die Ohren abfallen. Aber ich will das jetzt hier einmal schnell durchziehen. Bei dem ersten, also letztendlich ist es wirklich nur eine Abfolge von gleichen Bauteilen, also Teilen der gleichen Bauart. Wir haben auf der einen Seite den Input, der hier unten in Form eines Buttons ist. So, das müsste auch schon funktionieren. Und das wird dann hochgezogen. Und, aha, ich habe einen Fehler gemacht. Das werde ich hier nachher noch schön bauen. Das ist jetzt halt wirklich nur provisorisch, dass ich das euch jetzt einmal zeigen kann. Ich habe mich gewundert, warum der Piston so lange ausgefahren ist. Denn wenn ich hier mit... Sekunde, ich baue das einmal schnell vor, zeige euch das dann. Okay, ich habe das jetzt halt vorgebaut. Zwei Segmente letztendlich sind hier schon fertig. Ich habe das hier jetzt hier einfach so rumgebaut. Ich weiß noch nicht, ob ich das überhaupt anders hinbaue. Mal gucken. Das wird sich auch dann entscheiden, wie das Design für den Gang hier aussieht, weil dementsprechend muss dann natürlich der Schalter hier gebaut werden. Und mir fällt gerade ein, ich glaube, das wäre ganz cool, wenn man hier so eine Druckplatte hätte, auf die man raufgehen kann. Und nach einer gewissen Verzögerung geht es dann los. Ich glaube, das werde ich so machen. Aber zur Mechanik an sich. Ja, hier kommt das Signal rein, dann wird dieser Block nach oben gefahren durch das Signal und das Signal wird da wieder rausgeholt und dadurch, dass dieser Slime-Block sofort hochgefahren wird, bekommt man hier einen Impuls, einen Redstone-Impuls, der nur einen Tick lang ist und das ist genau das, was ich haben möchte, denn ihr seht, dieser Piston hier soll sich ganz schnell aus und wieder einfahren. Wichtig ist nämlich, dass er sich auch schnell wieder einfährt, gerade für die späteren. Ja, klar, damit man schnell nach oben transportiert wird. Ansonsten würde er sich ausfahren, man würde da stehen, dann würde man warten, bis das Signal abgelaufen ist und dann würde man erst hochgezogen werden. Und so kommt eigentlich erst die Geschwindigkeit dieses Aufzugs zustande. Dann muss das Signal natürlich irgendwie hoch und dafür benutze ich diesen Redstone-Block. Theoretisch könnte man hier auch einen einfachen Block nehmen, wenn man nicht so viel Redstone hat und dann einen Repeater an diese Stelle setzen, der dann ein Signal durch den Block schickt. Also dann hier zum Beispiel so. Na toll. Nein. Oh. Ich habe ein bisschen was zu reparieren. Ach, ich liebe Wasser.
Okay, zurück zur Schaltung. Theoretisch könnte man das auch so machen, dass hier ein ganz normaler Block nach oben gebracht wird. Man muss dann natürlich aufpassen, was jetzt nicht geht. Hier ist kein Obsidian oder ein Ofen. Der würde von dem Slime-Block nachher bewegt werden, dann würde die Schaltung nicht gehen. Aber angenommen, da ist ein Ofen, dann könnte man das so bauen. Dieser Block geht nach oben und das Signal würde dann durchgeschickt werden. Dadurch spart man ein bisschen Redstone, weil bis ganz nach oben braucht man dann doch einige Redstone-Blöcke. Darauf habe ich aber keine Lust, weil es nicht so toll aussieht. Und weniger Platz verbraucht, wenn ich Redstone-Blöcke nehme. Deswegen kommen hier Redstone-Blöcke hin. Das muss wieder weg. Und ich war bei der Erklärung hier, dass das Signal nach oben gebracht wird. Das passiert, indem dieser Redstone-Block da ist. Und ihr habt gesehen, was passiert ist. Es ist genau das gleiche wie unten. Hier ist ein One-Tick-Pulse-Generator, der den Impuls hier reinbringt und diesen Piston powert, welcher der zweite ist und mich dann wieder nach oben schiebt. Und so kommt man ziemlich schnell von A nach B. Wenn man das bis ganz nach oben macht, dann ist man sehr schnell ganz oben und hat einen wunderbar schönen, schnellen Aufzug. Das werde ich jetzt fertig bauen. Das Ganze ist ja, also es ist jetzt nicht viel an Schaltung, deswegen werde ich das jetzt schnell fertig machen. Und dann geht's zum Design um den Aufzug herum. Irgendwas wollte ich eben sagen, aber ich habe vergessen was. Ich hoffe, es war nicht wichtig. Und oh, was ist das denn? Teaser, Schrägstrich, Spoiler-Alarm. Aber mehr sage ich dazu nicht. Ich war da hinten auch noch nicht übrigens. Aber da gehen wir jetzt natürlich auch nicht hin. Ich konnte mich eben nicht bewegen, keine Ahnung. Ich habe extra meine Schaufel repariert. Also reparieren lassen bei der Farm, weil da Mending drauf ist. Und um Sand zu holen und habe dann gesehen, ich kann einfach Sandstone abbauen. Von daher hätte ich das gar nicht machen müssen. Ich habe schlauerweise mir jetzt gar nicht die Materialien zusammengesucht, um den Tunnel da fertig zu bauen. Ich habe den schon ein bisschen erweitert. Ja, so breit wird das Ganze. Der drei breite Blocktunnel braucht zwei, nee, drei. Drei? Nee, ich muss das sogar noch einen weiter nach außen, oder? Weiß ich gar nicht. Gucke ich nachher noch. Wenn ich das alles zusammengesammelt habe, kann ich die Truhe auch gleich mal außen hinpacken. Und eigentlich wollte ich euch nur zeigen, dass der Aufzug fertig ist und er ist wirklich einfach zu bauen. Den habe ich also gestern fertig gebaut, innerhalb von 20 Minuten oder sowas. Und deswegen werde ich da für auch ein Tutorial machen, aber das dauert. Das war das, was ich sagen wollte. Ich hätte mir das gestern aufschreiben sollen. Dann wäre ich früher drauf gekommen. Das Tutorial für den Aufzug hier wird noch ein bisschen dauern, wegen den Gründen, die ich auch am Anfang vom Video angesprochen habe. Er funktioniert einwandfrei. Ich musste leider hier oben das Ganze ein bisschen verlangsamen, da sich die Pistons aufgehängt haben. Ich stelle das mal zurück, dann kann ich euch das zeigen. Und man kann hier auch ganz einfach runterspringen. Jetzt hat es hier unten schon nicht funktioniert. Ja. Irgendwann, warum auch immer, stoppt er. Ich habe es aber mal gehabt, dass ich mit der schnellen Geschwindigkeit bis ganz nach oben gekommen bin. Deswegen denke ich, liegt es am Server. Ihr seht hier, die Pisten hängen sich auf. Also, als ob da ein falscher Impuls reinkommen würde. Was nur hier oben ist, hier unten funktioniert es mit einem Tick. Von daher denke ich, liegt es am Server und nicht am Aufzug. Ich werde das aber vor dem Tutorial nochmal in meiner Singleplayer-Welt testen. Jetzt funktioniert es nicht. Aber im Großen und Ganzen funktioniert der Aufzug eigentlich immer. Keine Ahnung, warum das eben nicht funktioniert hat. Und so komme ich einfach schön schnell nach oben. Er verbraucht jetzt nicht allzu viele Rohstoffe für einen Aufzug, von daher ist das wunderbar. Und jetzt werde ich mir die Materialien zusammensuchen für den Gang hier. Den habe ich nämlich schon fertig designt und diese Truhe einmal beiseite schaffen, denn den Platz brauche ich. Und natürlich regnet es. Aber gut, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, den Regen abzuwarten. Ich hoffe, ich habe mir jetzt
alle wichtigen Sachen zusammengesucht oder zumindest grob alle wichtigen Sachen. Ich habe das eben schon mal aufgenommen und gemerkt, wie viel ich eigentlich vergessen habe. Deswegen steht da im Gang schon ein bisschen was, aber ich sind absolut die grundlegenden Sachen, von daher denke ich nicht, dass das dramatisch ist. Ich hatte ein paar Probleme, diesen Gang zu designen, denn so, was man sich standardmäßig bei Minecraft unter Dschungeltempeln vorstellt, sind überwucherte alte Gebäude, wo man viel Cobblestone benutzt und dann möglicherweise Lianen. Das wollte ich jetzt natürlich nicht machen, weil die Stadt noch lebt und noch lange nicht überwuchert ist und das wahrscheinlich auch nie werden wird. Sei denn, ich entscheide mich um und baue nochmal alles neu. Nein, das mache ich natürlich nicht. Ups. Und ja, ich wollte die Rohstoffe, die Materialien, die ich in den Gebäuden genutzt habe, hier auch wieder nutzen. Deswegen wird der Boden auch, also der Boden ist jetzt nicht aus Birkenholz, wie ich es erst wollte, sondern dann halt aus Sandstone. Aber ich glaube, die Farben sind sich so ähnlich, dass man das halt wiedererkennt. Zur Not ändere ich das schnell. Also so ein Boden ist ja auch, dauert nicht lange, das wieder zu wechseln. Und ich wollte hier schön viel unterschiedliche Struktur drin haben, da das irgendwie für mich für so einen Dschungeltempel steht, viele Verzierungen. Deswegen habe ich zum Beispiel hier viel von diesen Steinen genommen. So, und natürlich auch ein bisschen Farbe. Deswegen der Clay. Und ich baue sehr wenig mit Clay, deswegen wollte ich den auch nochmal in Gebäuden benutzen. Das hier ist schon, ja, die Grundanordnung. Ich gucke hier immer nebenbei auf das Bild aus meiner Testwelt. Das war ja einer meiner ersten Vorschläge. Das heißt, da musste irgendwie noch was rein, da fehlte was. Und dafür hatte ich erst Oak Fence. Nee, wie heißen die anderen? Dark Oak, genau. Ich weiß jetzt den deutschen Namen wieder nicht. Und die waren zu dunkel. Das hatte nicht gepasst mit dem ganzen anderen Holz und deswegen bin ich hier mit Fichte, glaube ich, ist es. Mit normaler Fichte habe ich mich dafür entschieden. Das passt sehr viel besser und es ist immer noch ein anderes Holz. Von daher ist das, glaube ich, okay. Birke passt in dem Fall zum Beispiel überhaupt nicht. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen hiervon. Ja, komm. Für hier oben, dass die also die Segmente auf jeder Seite auch irgendwie verbunden aussehen. Habe ich hier seinen Übergang. Hier, nicht da. So. Und so. Das ist halt, ja letztendlich die Verbindung. Und die Decke wird nach oben gesetzt, damit auch da Struktur reinkommt. Ansonsten hat man halt irgendwie wie hier nur so eine flache Decke. Das sieht nicht gut aus. Und dafür fehlen mir wieder Materialien. Es ist echt nervig, wenn man hier irgendwie sowas baut und so viele unterschiedliche Materialien benutzt, dass das Inventar doch ein wenig klein und unhandlich. Es würde, glaube ich, schon gut passen, wenn man hier unten unterschiedliche Leisten hat. Ich habe mir sowieso schon überlegt, bei WoW kann man die Leisten wechseln. Also das hier ist zum Beispiel Leiste 1, dann wäre das Leiste 2, Leiste 3, Leiste 4 und mit Großschreibtaste dann 2, 3, 4 kann man diese Leiste hier unten wechseln. Und so könnte man sich unterschiedliche Leisten einrichten. Und wenn ich jetzt baue und Steuerung 2 drücke, jetzt komme ich zum Bogen, oder Steuerung 3 oder sowas, dann rufe ich einfach die unterschiedlichen Leisten hier im Inventar auf und kann mir dann sozusagen eine Redstone-Leiste einrichten. Das ist die obere, dann bei Steuerung 4 dann, was habe ich jetzt getauscht? Das. Würde ich dann meinen Redstone-Leister hinbekommen und hätte viel mehr, ja, Kontrolle über mein Inventar sozusagen, als es jetzt der Fall ist. Und mir fehlen schon wieder Half-Slabs. Ah. Ich will das jetzt einmal fertig bekommen, deswegen laufe ich hier hin und her, damit ihr das einmal ganz seht. So, so. Was kam da oben hin? Ah, okay. Das hier wurde hochgesetzt. Ich hatte diese Verbindung hier vorher, wie ich es, also in einem vorherigen Design, wie ich es hier vorher hatte. Aber danach habe ich dann hier die Decke nochmal neu gemacht und dann sah das einfach nicht mehr gut aus. Deswegen habe ich es eben falsch gebaut. Das kommt dahin. Das mache ich nicht jetzt.
Hier kommt noch was hin. Nee. Das kommt da hin. So. So. Ah. Oh, alles voll. Es ist einfach alles voll. Ich habe auch viel Müll gerade im Inventar, sehe ich. Ich weiß noch nicht mal, woher der kommt. Gut, das ist jetzt, wenn man das so sieht, das ganze Design. Habe ich was vergessen? Ja. Oh. Da gehört noch die Farbe hin. So. So wird das Ganze hier aussehen. Das baue ich jetzt fertig. Sind ja gar nicht viele Segmente. Hier kommt noch eins hin und hier kommen wahrscheinlich noch zwei hin. Und dann werde ich das Ganze ein bisschen schief machen. Und dann ist das hier auch schon fertig. Dann werde ich mir hier irgendwie noch was einfallen lassen. Denn da passt jetzt leider keine Tür rein. Dann kommt die Tür einfach hier neben. Ich will nämlich, dass man den Aufzug, falls man irgendwo stecken bleibt im Aufzug, noch verlassen kann durch eine Tür. Das heißt, dieser Slime-Block wird bleiben und hier kommt wahrscheinlich irgendwie eine Tür hin, dass man da dann rausgehen kann und nicht gefangen ist und sich irgendwie jedes Mal rausgraben muss, weil wenn jemand hier, jemand anderes in meiner Basis ist und der da stecken bleibt und nicht weiß, wo er sich langgraben soll und dann irgendwas kaputt macht, das wäre ärgerlich. Deswegen baue ich diesen Sicherheitspfad hier auch noch ein. Mir ist noch was zu dem Inventarplatz und so eingefallen. Dieses Problem mit dem zu vollen Inventar habe ich auch eigentlich nur, wenn ich euch was zeige, denn dann will ich alles auf einmal bauen und nicht so oft hin und her laufen. Und ich will halt ein Segment fertig bekommen. Jetzt, wenn ich so alleine baue, ohne Aufnahme, ist mein Inventar unglaublich leer wegen dieser Kiste da. Deswegen stehen bei meinen Bauten immer Kisten irgendwo. Denn ich benutze dann irgendwie halt immer ein, zwei Rohstoffe, die ich komplett verbaue. Wie hier jetzt habe ich die komplette. Ne, hier kommt nichts hin. Und hier eigentlich auch nicht. Ich habe jetzt das komplette Holz verbaut, Jungle Wood, und den kompletten Boden fertig gebaut. Und dann kommen die Sachen wieder in die Kiste und dann nehme ich mir den nächsten Rohstoff. So etappenweise zu bauen ist sehr viel effizienter und angenehmer und geht schneller und man hat einfach nicht das Problem mit dem Inventar. Der Tunnel im Inneren ist jetzt fertig, nur außen noch nicht. Wie ihr seht, ich habe hier auf der linken Seite schon, da ist das Ding, Fadenkreuz, auf der linken Seite schon ein bisschen angefangen. Ich habe hier jetzt auch eine andere Weite genommen. Jetzt sind halt eine ungerade Zahl, aber das war eigentlich, ursprünglich wollte ich da nur einen schönen Abschluss finden. Das heißt, ich hatte auch erst den Holzstamm an dieser Seite hier. Und wollte dann hier nur eine Lücke breit machen, dass hier sozusagen so eine Mauer anfängt oder sowas. Aber das sah nicht gut aus, deswegen habe ich das ein bisschen erweitert. Und jetzt finde ich, dass das ein schöner Anfang ist, um hier in dem Berg was zu bauen. Ich wollte hier nämlich, wie da oben schon, so unterschiedliche Ebenen reinbauen, auf denen dann wieder Gebäude sind, beziehungsweise auch Gebäude rausgucken. Dann sollte hier halt so ein Haus sein, was ein bisschen weiter rausguckt und man kann davor und darunter und darüber langlaufen. Und dann soll es nachher auch Brücken hier ins Innere der Stadt sozusagen geben, also in die Gebäude, die hier unten stehen, dass das alles, wie gesagt, wie am Anfang erklärt, verschachtelt wirkt. Und diese Fassade hier passt ganz gut, denn dann kann ich hier auch den Fluss erweitern, dass der Fluss bis hier rangeht. Also so. Und dann wird das hier so. Dann sieht das ungefähr so aus, dass das da eine unnatürliche Begrenzung sozusagen ist durch die Wand und hier dann ein natürliches Ufer. Dann kann ich das hier auch verbinden und dann soll der Fluss einmal hier rumgehen. Das muss ich natürlich alles noch ausgraben und dadurch und dann kann da so ein großes Tor, da muss ich hier Tor hin, Satz beenden bitte. Ein großes Tor hin und dann muss diese Schlucht hier ein bisschen weiter ausgegraben werden. Und jetzt habe ich natürlich noch nicht geguckt, wie es dahinter aussieht. Ja, hier kann der Fluss dann weitergehen und ab da hinten kümmert es mich dann nicht mehr, wie der aussieht. Da bin ich dann nie. Ich habe sowieso immer keine Lust, in den Dschungel hier reinzugehen. Ja, aber dann kann das da enden. Das ist, glaube ich, schon okay. Jetzt ist es ein bisschen dunkel im Video. Uah. Gut.
Der Weg, ich habe gerade durch Zufall einen Wegblock gemacht, der sieht hier im Dschungel gar nicht schlecht aus. So als natürlicher Untergrund. Sonst mochte ich den Wegblock nicht so gerne. Na, treffe ich das? Aber das. Sieht gar nicht schlecht aus. Okay, dann wieder zurück. Das hier mache ich wieder zu. So. Wieder zurück zu dem Tunnel. Denn der, ja, hier oben ist natürlich jetzt auch noch nichts fertig. Und ich habe hier so eine kleine Brücke gebaut. Die passt mir aber überhaupt nicht. Die muss wieder weg, sonst sieht man halt irgendwie zu wenig. Die nimmt zu viel ein. Deswegen möchte ich hier. Das ist natürlich nur provisorisch, damit ich hier vernünftig rüberlaufen kann. Und halt zum Gucken, wie die Brücke nachher aussieht. Deswegen werde ich das hier platt machen. So. So sieht das sehr viel besser aus, irgendwie einladender, um in den Berg reinzugehen. Innen ist jetzt eigentlich alles fertig. Ich dachte erst, der Glowstone beleuchtet das genug, aber ich brauche hier noch Fackeln. Und das ist das Schöne an dem Thema Dschungel, dass. Nee. An dem Thema Dschungel, dass ich hier einfach Fackeln benutzen kann und das passt. Oh, sieh mal eine an. Da scheint es zu dunkel zu sein, oder ob der könnte auch runtergefallen sein. Ich glaube, da oben ist noch nicht alles zu. Aber das mache ich auch nicht jetzt. Ich habe das hier schon vernünftig verkabelt. Man kann sich hier raufstellen, dass die Verzögerung ist vielleicht ein bisschen lang. Aber man kommt dann hoch und ich glaube ja, da kann man noch reinspringen. Das kann ich aber schnell ändern hier unten. Na, schnell ist vielleicht übertrieben. Das sind 4 Ticks, 5, 6 Ticks ist, glaube ich, okay. Huch. Das ist okay. Das passt ganz gut. Okay, und als letztes in dieser Folge möchte ich noch etwas bauen. Und zwar eine Art Merkzettel. Dafür will ich noch mal ein bisschen anderes Holz haben, so. Auf dem ich dann draufschreiben kann, was man alles macht. Ich habe das theoretisch bei mir auch so noch notiert, aber ich finde, das ist eine coole Idee. Und dann baue ich das schnell hier hin, so. Ja, die Höhe ist gut, das baue ich gleich noch fertig. Und hier habe ich genug Workbenches. Crafting Tables, Werkbanken, wie auch immer ihr es nennen wollt. So. Mal gucken, wie das aussieht. Ich nehme jetzt hier das ganz dunkle Holz, weil da drauf dann halt die Schilder kommen. Mache ich das ruhig sehr hoch. Das noch ein bisschen höher. Ich brauche ja Platz. Ja. Ich verziere das noch ein bisschen und schreibe dann schon mal was rauf und dann beende ich die Folge gleich hier. Okay, die Liste ist schon echt lang geworden. Es sind einige Sachen da drauf, die ich auch noch gar nicht angesprochen hatte, die ich aber irgendwann mal bauen möchte hier. Das Ganze ist auch für mich, falls ich mal nicht aufnehme, und irgendwas bauen will, beziehungsweise irgendwas machen will, was ich mir noch nicht aufgeschrieben habe, beziehungsweise ja, einfach als eine kleine Erinnerung. Einige Sachen, die ich hier drauf habe, darum würde ich nämlich keine ganze Folge machen, aber dazu komme ich gleich. Ich gehe die Sachen einmal schnell durch. Die Eisrennstrecke, die ich schon mit der Eisfarm letztendlich angefangen habe. Die Chorusfarm, die ich mit dem Gebäude auch schon angefangen habe. Der Blumenladen, der auch schon angefangen ist. Die Kneipe und das Rathaus habe ich noch aufgeschrieben, wo nur das Grundgerüst steht. Das wird ein bisschen länger, ich denke mal, also länger dauern. Ich denke mal, da werde ich immer so Teile bauen, dass ich irgendwann mal die untere Etage fertig baue und dann weiter nach oben baue oder sowas. Da muss ich mir auch noch überlegen, wie die Außenwand aussieht. Wahrscheinlich ähnlich wie da, aber dafür bräuchte ich dann wahrscheinlich noch einen Block mehr, denn
wenn ich das hier nach innen baue, dann ist hier viel zu wenig Platz. Also hier sollten schon drei Blöcke Platz sein, um irgendwie so eine Sitzreihe hinzubauen. Aber das sind halt alles Überlegungen, die dann kommen. Was ist hier noch? So. Eine Schaffarm. Ja, da habe ich schon ein bisschen länger überlegt. Da möchte ich auch keine einfache Schaffarm bauen. Das Schienensystem, was irgendwo hier hin soll, da habe ich das Problem, dass die Sachen, die ich hier in der Oberwelt baue, eigentlich da zu dicht, nee, nicht zu dicht, sondern so beieinander liegen, dass man kein Schienensystem dafür braucht. Weil der Nether das alles viel schneller miteinander verbindet. Und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, Schienen bzw. Minecarts durch ein Portal zu schicken und dann, dass man auf der anderen Seite weiterfährt. Das wäre ziemlich cool. Dann würde ich nämlich ein Schienensystem bauen, was hier in der Oberwelt und im Nether zusammenhängt. Das würde genau das machen, was ich hier gerne haben möchte. Ich habe mir da, also das Schienensystem an sich ist auch schon fertig. Das beinhaltet die Weichen, die ich, von der ich schon mal ein Video gemacht habe, wo man das kodiert mit der Wolle. Dann der Fluss, den ich eben angesprochen habe. Ein Hafen soll hier irgendwann nochmal hin. Dafür sind diese weißen Steine hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Da will ich dann auch ja, spezielle Schiffe bauen, die dann da durchkommen, wo ja rein rollenspieltechnisch die dann hier ihren Mast so ein bisschen umklappen können, dass sie auch durch dieses kleine Tor da kommen. Ups. So Dschungelschiffe sind jetzt ja auch eigentlich nicht so groß. Also das macht keinen Sinn, hier ein riesen Schiff hinzubauen im Dschungel. Die Wolf haben, die irgendwann mal fertig werden soll. Der Berg, das, was ich eben angesprochen habe. Die Enderperlen mit dem, was ich im Stream angefangen habe, da vorne. Da weiß ich eigentlich auch schon, wie ich das machen möchte. Da, das kommt noch. Die Wege in der Stadt fertig bauen, um ein bisschen mehr die Stadt fertig zu bekommen. Und wenn man halt so einen Weg schon mal baut, auch wenn man ihn danach wieder abreißt, das Ganze sieht schon so viel fertiger aus, wenn man das verbindet. Und man bekommt eine Idee dafür. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich keine ganze Folge machen werde. Das wird irgendwann da sein, dann zeige ich euch das Ganze. Ein großes Stadttor, das sollte dahin. Okay, das soll hier hin. Muss ich wahrscheinlich auf der anderen Seite den Teich noch verlegen oder zuschütten, wie auch immer. Gut, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Wundert euch nicht, wenn jetzt in der nächsten Zeit nichts kommt. Das hatte ich ja am Anfang angesprochen und wir sehen uns dann wahrscheinlich so in 3 Wochen wieder, 2, 3 Wochen, keine Ahnung. Bis dann und tschüss.